funktioniert. So, ist jetzt mal so furchtbar hell. Stickkisten, scheiß da drauf. So, jetzt habe ich. Ja, gut. okay. Controller. Tor. So. Dich hätten wir gerne. Wunderbar. So. Im Grunde soll ich das alles an den Computer anschließen. Das wäre das Beste. Das heißt, ich brauche einen Lagerbereich. Den könnte ich sowieso dann hier hinsetzen. Das heißt, ich muss mein Mob-Loot von da ganz unten. Was machst du da oben drauf? Also von da ganz unten irgendwie nach da oben schaffen. Das dürften wir allerdings hinkriegen. Das ist ja kein Problem, glaube ich. Lass mal gucken. Den Tor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier ist eine ganze Wand, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das schmeckt jetzt aber dahin. So, das Vorteil an diesem Drawer ist, in diesem Controller, man kann jetzt hier diese Drawer hier einfach neben dran packen. Und alles, was man hier reinpumpt, also nur in den hier, wird hier auf die Dinger verteilt. Das ist der schöne Vorteil an dem Ding. Da hat eine bestimmte Reichweite. Ich weiß allerdings nicht, wie hoch diese Reichweite ist. Das weiß ich jetzt allerdings gerade nicht. So. Machen wir einfach so. Gut. Ah, sieht doch schön aus, oder? So. Sieht doch einigermaßen schön aus. Es ist nicht symmetrisch, aber ich kann ja hier die Energieleitung ein bisschen verschieben und dann ist gut. Theoretisch kann ich das tun, ne? Ja gut. Mal gucken. Ich soll die Wand setzen, ist auch okay. Komm mal her. So. Neue Fackel. Das kriegen wir doch hin, oder? So, 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 so. So, da kommt ja eine Fassade drauf, dann ist gut. Ich glaube, so hell macht die jetzt auch nicht, dass da jetzt. Nichts mehr spawnen würde, ne? Ja, okay. So. Okay. Alles klar. So, jetzt möchte ich noch. External Storage Dingens, Bummens Dingens, Kirchen draufpacken. Aber diese Keys würde ich auch gerne noch. Hab ich dann. Ja, komm, klar mal. Okay, External Storage. Ja. Was? Pack das mal da rein. Ab ins Autocrafting hier. Wie mal aus. Ups, nein, das nicht. Extra. Ja. Start. Klar, da will es Oak Chests haben. Das war ja klar. Geh mal her. Kann man das ändern. Ist denn so eine Kiste? Oh, Dictionary hier. Lösch mal das Pattern, danke. Machen übers mit Shift rechtsklick und was löschen. Ich jetzt hier Ort Dictionary angebe.
Ist die denn Chaotic Dictionary? Ich habe gar keine Kisten sowieso drin gehabt, ne? Wood. Hier, was machen wir nochmal ohne, ne? Hier so eins ohne. Und das eine mit. Okay. Aber mal testweise. Und dann mache ich mal hier Rezeptkiste. Ne, nicht die da. Mach mal die Birke. Wir probieren es mal aus. Birkenkiste und du bist nicht geordnet. Ne, gucken wir mal. So, jetzt will ich ein External. Er will zwei Oak Chests haben. Okay. Wenn ich jetzt dich reinhaue, dich raus. Funktionierst du denn? Ja, das funktioniert. Alles klar. Schön. Dann kann ich dich hier löschen. Na, egal. Habe ich da noch so eins da drin? Das habe ich doch, glaube ich, schon eingesetzt. Egal, das habe ich gelöscht. So. External Storage haben wir jetzt. Das kommt dann unten dran. Ach, weil die Schlüssel brauche ich ja noch. Key habe ich keinen. Dann brauche ich den da. Locks und Locks Drawers. Oh. Mein Gold. Oh, mein Gold. Mein Gold. Mein Gold. Mein Gold. Mein Gold. Ich hab keins mehr. Okay. Zack, zack, zack. Schonheit. Item Labels. Protect Access brauchen wir nicht. Quantity Labels. Vielleicht später mal. So. So, der Schlüssel, der tut jetzt die Drawers hier locken. Also, dass nichts rein kann. Nichts anderes, was als drin ist. So. Alle gelockt. Alle gelockt. Perfekt. So. Da hauen wir jetzt ups. So. Kommt noch Kabel runter. Und dann haut das hin, denke ich. Ich habe den Kabel, ich muss sogar Kabel einstecken und ich fasse es nicht. So, ich bin fast vorbereitet. Okay. Jetzt haben wir hier schon mal eine riesen Wand. Jetzt müsste ich eigentlich noch einen Tor hier autocraften. Hier. Oder benutze auch die Schnellwegekiste hier. So, und dann hier das Upgrade natürlich noch. Müsste eigentlich funktionieren, auch mit dem Birkendrawer hier. Dann
Ja, vielleicht das Void Upgrade autokraften. Und vielleicht. Wir haben sowas von Mangel hier. Ist das Eisen, oder? Ja. Na gut, das Autokraft, lass mal mal sein. Das lassen wir mal sein. Das muss man selber bestimmen. Voll. Hier ist dann Platz. Okay, gucken wir mal, ob das geht. Na? Und zwar ein Drawer. Machen wir 10 Stück. Aha, okay. Das hier brauche ich. So. Alles klar. Ne? So, und zwar Draw. Mach mal 10. Start. Wunderbar, funktioniert. Sehr schön. Dann Upgrade. Mach mal. Wie viele Kisten habe ich da unten stehen? Ich weiß es nicht. Mal 50. Ja, Sticks. Okay. Sticks musst du noch lernen. So. Sticks musst du da. Ist so schwer am Autokraften. Ah, Leute. Ist alles voll. Da ist ja alles voll. Okay. Upgrade. Mach mal bitte einfach. Mach mal ins Deck. So, Start. Nee, ich habe doch überall Birken ohne Ende. Warte mal, da müsste ich nochmal das bearbeiten hier. Und auf Ort Dictionary ausschalten. Ja, komm. Ja. So. Ort Dictionary aus, benutze wirklich Birke. Davon haben wir so reichlich. So. Okay. Nochmal Upgrade, mach ein Stack. Start, wunderbar. So, haben wir denn eigentlich Obi? Obsidian. Wir haben 3 Obi. Das ist klasse. Das ist super. Ich kann mir für diese Dinge keine Upgrades leisten, weil ich kein Material habe. Ich habe kein Gold. Kann ich keine Gold-Upgrades reinpacken, damit da halt mehr reinpasst, ne? Und Obi habe ich auch keinen, um Void Upgrades reinzupacken. Alter Schwede, ich habe ja gar nichts. Oh, jetzt bist du auf jeden Fall voll. Na gut, was ich machen kann, was ich wahrscheinlich sowieso nicht in Massen brauche. Hier sind Pfeile, Knochen. Was zu essen hier. So, Pfeile. Knochen. Pfeile. Da brauche ich kein Upgrade. Da muss man ein Void Upgrade drauf und fertig. Dann ist das gut. Wo kriegen wir das Obi her? Ich bin mir auf eine Hand gefarmt, ne? Kann ich Obsidian irgendwie automatisieren? Hat da jemand eine Idee? Keine Ahnung.
muss ich mal schlau machen, ob sie irgendwie Obsidian automatisieren lässt. Rottenfleisch ist auch sowas, was man nicht wirklich viel braucht. Die muss ich auch noch hier anschließen. Okay, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. So. Lass mal gucken, was sagt denn hier Obsidian? Da. Ja. Lava-Eimer und Wasserflaschen, ja? Ich glaub's nicht wirklich. Bi-Produktion. Schüsseln. Chemie-Table. Dungeon-Chests. Okay. Village-Chat-Rates. Molten Obsidian in der Schmelze. Schwierig. Was ist das denn? Carpenter, Combiner, Pure Daisy, ja, okay. In einem Lava-Generator. Oh Mann, es gibt doch Lava-Generator irgendwie, oder? Lava Storage, Lava Mill. Lava Factory Controller, genau. Den könnte ich mir leisten. Warte mal. Der macht. Ach du Schuss. Ach du Kacke. 150.000 RF für einen Block Lava.